Hallo, euer Capo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von Watcher of Realms. Ein neuer Champion ist verfügbar im Codex-Bereich und zwar der wütende Strom. Ich möchte euch mein Team zeigen, mit dem ich es Plus geschafft habe. Ihr könnt ja mal so ein bisschen gucken in der Rangliste. Die meisten haben Aracha. Wer sie natürlich hat als Lord, setzt sie natürlich ein. Ich habe sie leider nicht, deshalb kann ich nur mit Luneria dienen, was halt schwierig ist, denn die anderen kriegen dadurch nochmal einen ganz schönen Boost. Man sieht auch in dem obersten Dreier, wer so mit drin ist, der Pelagios. Wer ihn hat, probiert es mit ihnen. Ich kann es leider nicht probieren, denn ich habe ihn auch nicht. Mein Team, ihr seht das schon hier unten, mit dem ich S Plus geschafft habe, was ich jetzt aber auch erstmal so schlecht nicht finde, ist dieses hier. Ich finde das wirklich sehr gut. Mit dem Team hat es auch bis jetzt bei mir am besten geklappt. Wer jetzt zum Beispiel Silas nicht hat, kann auch Hatsu zum Beispiel einsetzen. Das ist jetzt noch so ein bisschen die Alternative, die man machen kann. Man kann auch mit Hatsu spielen, beziehungsweise ja, man muss halt sehen, wen man halt hat. Wenn ihr die Champions jetzt hier nicht habt, ich sage mal so, Razak haben vielleicht relativ viele, Maul ist sehr gut, haben auch relativ viele, Dolores, Luneria, das sind eigentlich so die drei, vier, die gesetzt sind, welche halt teilweise dann schwierig zu bekommen sind, Nyx oder Silas, und da muss man halt gucken dann, wenn man da nicht hinkommt, als Ersatz könnt ihr zum Beispiel eine Hatsuit nehmen. Oder wir können mal weiter gucken, ihr könnt, ja, mit Hex würde ich jetzt eher wahrscheinlich weniger, da würde ich wahrscheinlich sogar noch Kalypso probieren, aber das muss man dann halt wirklich durchtesten. Auf jeden Fall Hatsuit ist hier auch sehr, sehr gut und ja, damit macht man dann am Ende des Tages erstmal nichts verkehrt. Und Kai wäre vielleicht auch noch eine Alternative. Wichtig ist halt, und deshalb ist auch Maul hier so gut, wichtig ist halt hier der Flächenschaden. Fügt mehreren Gegnern Damage zu. Und das ist halt erstmal so eine Sache, die hier sehr, sehr wichtig ist. Was bei Silas halt zwar nicht der Fall ist, aber Silas macht mit seiner Ulti am Boss relativ viel Schaden. Deshalb ist er da wirklich eine Bank. Und er ist eigentlich fast nur dazu da, wenn die Creeps an der einen Seite laufen, wo er nicht steht, haut er seine Ulti drauf und man macht so viel Schaden am Boss, wie es nur geht. Ja, ich möchte euch einfach mal mein Auto-Team zeigen. Und dann können wir das nochmal im Grunde ein bisschen durchgehen. Also hier unten ist erstmal ganz wichtig, hier unten setze ich die Dolores hin mit Razak und Nyx. Hier lasse ich ganz alleine Silas. Ihr könnt am Anfang auch, das passt eigentlich auch relativ gut, habe ich jetzt hier in den Autokampf nicht gemacht, wenn ihr am Anfang gleich hier Silas Ulti nehmt, ne? Die ist dann eigentlich, wenn der Boss nachher tot ist, auch wieder relativ gut aufgeladen. Also das funktioniert auch. Na, mit Luneria, das Gute ist, Aracha kann man hier halt nicht einsetzen. Na, sie ist halt als Lord besser, aber Luneria setzt ihr hier, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, bei den Schwächeren ein. Das heißt, wenn ihr jetzt Luneria hier mit habt, könnt ihr beim Maul einsetzen, denn er ist ja teilweise etwas schwächer wie Silas. Ihr könnt es auch andersrum probieren, je nachdem, was ihr halt dementsprechend für eine Champions habt. Und die schwächere Seite, bei mir ist jetzt halt, da ich hier links 2 habe, ist ja Silas sozusagen die schwächere Seite. Wenn die Creeps dann hier kommen, habe ich hier gleich, ja, ist eigentlich egal, wenn ihr jetzt nichts habt, könnt ihr auch nichts hier hinstellen. Wenn nicht, Razak macht auch richtig, richtig viel Schaden. Der ist bei mir noch nicht mal komplett erweckt und der haut dann die auch relativ gut weg, wenn Silas die durchlässt. Ihr seht, jetzt mache ich die Ulti, wenn die Creeps hier links sind, denn jetzt kann er richtig viel Schaden am Boss machen und ihr seht schon, wie das hier hochtriggert. Das ist echt richtig, richtig krass. So, jetzt lädt er seine Ulti wieder auf und jetzt warte ich, glaube ich, mit der Ulti, ja genau, im Autokampf, jetzt warte ich mit der Ulti, bis hier die meisten Creeps weg sind und dann setze ich die Ulti erst wieder ein, sodass am Boss wieder am meisten Schaden gemacht wird. Ihr seht, Razak Ulti, das könnt ihr immer im Wechsel machen, das kann ich euch so schon mal sagen, also sobald Dolores verfügbar ist, guckt, dass die Ultis von den anderen auch soweit verfügbar sind oder bevor Dolores abläuft, macht dann eine Ulti wieder, dann hat man echt eine gute Chance, dass man Dolores halt gleich wieder einsetzen kann. So, jetzt werde ich gleich, ihr seht es hier genau, mit der Ulti von Silas anfangen, dass er halt einfach auf den Boss Schaden machen kann. Ihr seht, wie schnell wir wieder auf der Punkteskala in der linken Hälfte sind, das heißt bei A angekommen, da kommt man relativ gut hin und Nyx ist hier echt eine richtige Bank. Also wer sie hat, sie ist wirklich top. Also da kann man echt nicht meckern hier, das passt nicht. Ne? Und ihr seht, wir sind schon bei S und gleich kommen wir im S-Plus-Bereich. Und dann wird es aber schwierig, weil dann kommen so viele Creeps hier und die halten auch eine Menge aus.
Und da ist dann mein Ende nah. Und ihr seht, jetzt setze ich wieder Silas ein. Seine Ulti, ein paar kriegt er noch tot. Aber weiter wie S+ komme ich halt definitiv aktuell mit diesem Team auch nicht. Wie gesagt, wenn jetzt in Raza komplett noch fertig geskillt wäre, wäre es vielleicht noch eine Alternative, dass man vielleicht noch auf SS kommt. Aber viel weiter kriege ich es echt nicht hin mit Luneria. Da müsste man halt wahrscheinlich wirklich Arache haben. Aber am Ende des Tages reicht, finde ich, S+ komplett aus. Da ist man eigentlich von der reinen Punkteskala her relativ gut bedient. Und viele haben auch Arache. Und wie gesagt, wer sie dann einsetzen kann, vielleicht erreicht ihr dann auch SS oder SS+ sogar. Das muss man am Ende des Tages dann halt sehen. Jeder hat ja andere Champs. Und ja, von der Punktebelohnung S+, ihr seht 2300. Und ihr kriegt ihr bei 3x S 200 Punkte mehr. Mein Gott. Wenn ihr Richtung A kommt, ist das, sage ich immer, ist auf der linken Seite hier, seid ihr relativ gut bedient. Und ihr seht, mit dem Team Richtung A+ kommt man auf jeden Fall. Ja, und wenn man Silas nicht hat, kann man zum Beispiel gucken, dass man Hatsut einsetzt, die halt auch sehr, sehr gut ist. Die macht zwar dann am Boss keinen Schaden, weil sie nicht die Reichweitenerweiterung von Luneria sozusagen bekommt, aber sie kriegt richtig, richtig gut die Creeps am Anfang weg und da kann man echt nicht meckern. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, wenn man jetzt Silas zum Beispiel nicht hat. Na, da muss man halt dann mit einer Alternative arbeiten. Ja, am Ende des Tages hoffe ich, dass ich euch wieder ein bisschen weiterhelfen konnte, dass ihr halt nicht in der unbedingt in der Rangliste, aber bei der Punktebelohnung wieder auf der linken Seite hinkommt. Und das ist eigentlich so das Ziel, was jeder sich so setzen sollte, der schon länger in dem Spiel jetzt spielt. Und dann ist man eigentlich von den Punkten her so weit, dass man sagen kann, es ist ausreichend. Man muss nicht unbedingt 3x S erreichen. Aber wer Arache hat, denke ich, ist damit relativ gut bedient und das sollte eigentlich wirklich dann gut funktionieren. Ja, schaut doch gerne wie immer in der Videobeschreibung rein bei meinem Partner zum Beispiel Holy Energy. Wer eine gesunde Alternative im Energy, Eistee oder Sportgetränk sucht, schaut da gerne mal rein. Und ansonsten wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.